Hallihallo! Das ist jetzt eine andere Art Video. mal nicht daheim oder an der Konsole oder sonst was, sondern tatsächlich mal draußen bei allerschönsten Sommerwetter. Es regnet ziemlich stark, würde ich meinen. Und ich stehe hier gerade an der Festung Ehrenbreitstein hier in Koblenz. Ich dachte, das teile ich mal mit euch. Denn da steht noch einer. Moin, moin, meine lieben Freunde. Wer sind Sie denn? Sind Sie der Sunny Boy? Ich bin der One and Only Sunny Boy. Ja. Anders auch bekannt als der Steffen, ja. Der Volett. Wir waren vorhin am Weihnachtsmarkt und haben uns da diese coolen Lebkuchenherzen da geholt. Ich bin der Little Rumbo, das ist jetzt leider spiegelverkehrt. Ja, warum auch immer bin ich der Little Rumbo. Das ist natürlich der Sunny Boy, weil das ja auch bei GTA so der Backstreet Boy ist mit seinen mit seiner coolen Frisur und alles. Genau. Und wir dachten, wir nehmen euch mal mit auf die Festung Ehrenbreitstein. Mein lieber Steffen, du bleibst jetzt hier. Du wirst jetzt hier eingekerkert. Womit habe ich das zu verdienen? Ich bin ein Star! Holt mich hier raus! Ja. Ich werde bloß noch ein bisschen Mörtel aufmachen. Steffen, der Legend, Hobby-Geologe. Oh ja, sag mal, die Muster. Mhm. Ich kann mal ein bisschen Licht machen. Das macht man vielleicht ein bisschen besser. Hobby-Geologe. Oh ja, diese Maserung. Guck euch das mal an. Auch da. Oh ja, das ist sehr, sehr interessant. Tschüss. Tschüss. Kannst du machen, wie du lustig bist. War das ein Kameraklicken? Nein. Wenn Sie tiefer in diesen Minengang eindringen, erwartet Sie rasch völlige Dunkelheit. Sie betreten ein kilometerlanges Tunnelsystem. Okay, das war doch nicht so lustig. Ja, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie ein Monster raus oder so. Nein, ist es nicht. Ja, in deiner Nähe wird mir immer ganz warm. Die Festung Ehrenbreitstein. Damals hatten sie auch schon elektrisches Licht, meine Damen und Herren. Alles natürlich. Ja. Das ist genauso, wie es vor Jahrhunderten war. Denkt sogar ein preußischer General oder was, keine Ahnung. Sehr witzig. Aber gleich kommt das Beste.
Regentropfen schimmert auf meiner Linse. Und damals hatten sie auch schon Bagger und motorisierte Lokomotiven. Ja, bist ein bisschen dann schornsteinfähiger, muss ich ja sagen. Ja, was meinst du, wer hier die ganzen Schießscharten reinigen muss? Das ist der arme Tropf. So, hinter diesem Tore liegt etwas Spannendes. Live-Kommentare von Steffen. So, guck mal. Sieht aus, als würden wir fliegen, hä? Da, hinter dem Zaun, hinter der Mauer. Ja. Was ist denn da wohl? Handschuhe, ey. Dieser Wind wird kein Wein besser. Ja, dieser Wind wird eisig und kalt. Covalence, meine Damen und Herren. Oh ja. Das ist ein schönes Bild. Warte, wir gehen mal hell aufs Podium. Durch die Pfützen. So. Hey, gibt es Schlösser, ja? Vor allem. Ach so, hier gibt's Schlösser. Ich dachte gerade, du meinst. Oh, hier gibt's Schlösser. Nein, das ist eine Festung, kein Schloss. Das da hinten ist ein Schloss. Das ist das kurfürstliche Schloss. Yay. Und das ist Koblenz. Oh ja. Guck mal, was der da macht. Nee, ich mache ein Video. Für das Frauchen, damit sie ein bisschen neidisch werden kann. Ich glaube, wir müssen nachher sowieso mit einem unserer Handys weiterfilmen. Der Akku ist ein bisschen langsam. Da haben wir. Mit Koblenz. Und da hinten ist ein Turm. Da ist böse Energie gemacht worden. Seilbahnstation. Ja, Seilbahn des Todes. Ja, ist ja nur so eine 25 Meter Bahn, dieser kleine Bach. Die kleine. Das ist das deutsche Eck davon. Der kleine Bach. Ich schmeiß dich gleich herunter. Mein lieber Steffen. Ja. Es ist kalt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Der Rhein steht hoch. Die Fingergelenke erfrieren. Und wir stehen hier auf der Festung und ja. Da hinten ist übrigens ein Museum. Sollen wir da mal reingehen und ein paar schöne Fotos machen? Ja, kann man machen. Was hast du gesagt, Steffen? Kannst du das nochmal wiederholen? Der Wind kam dazwischen. Die Aussicht ist schon ganz geil hier oben. Kannst du es nochmal laut und deutlich sagen? Die Aussicht ist total geil hier oben, Jungs. Ja. Lust auf ein bisschen rutschen oder schaukeln? Oder? Ja, wo ist denn das? Hast du einen Ball? Du hast zwei. Nun geht es hier zum Devil. In die Hölle. Das ist doch mal Devil Legend Flair. Gibt's denn ja auch so ein Metallgerüst? Nein. Bei mir wird auch. Menschen suchen hier Schutz vor dem Luftangriff. Aha. Wir sind
10.000 Menschen zum Tierschutz angefangen. Schön, dass ich das zweimal dahin schlage. Ja. Vorsicht, Bank. Ah, das ist die Glaskapelle, die wir vorhin gehört. Ach ja, ich würde ja gerne zeigen, was dahinter ist, aber das darf ich nicht, weil da ist der mächtige Thron des Devils. Oh ja, einfach nur eine Säule. Nein, dahinter habe ich ja gesagt. Ach so, dahinter. Aber das ist die falsche Musik für die Hölle. Ja. Was ist da los? Vor 10.000 Jahren kam moderne Popmusik in den Katakomben als Musik. Und sieht so, das ja. Nicht schön aus? So mit dem roten Flair. Wunderbar, richtig romantisch. Ja. 3000 Jahre alter Fahrstuhl, meine Damen und Herren. Oh mein Gott. Ein 3000 Jahre alter Aufzug aus antikem Edelstahl. Aussichtsplattform. Eine Tür. Wer hätte gedacht, dass man auf einer Aussichtsplattform so eine gute Aussicht hat? Und? Wir sind gerade auf dem Fahnenturm. Da ist eine Fahne. Boah, Steffen, hast du eine Fahne, ey. Lach schon. Das war lustig. Oh, guck mal. Und jetzt wird es ja langsam dämmerig. Das heißt, in Koblenz gehen die Lichter an. So ganz langsam. Oh ja, und die Lichter werden unscharf. Weil mein Handy sich nicht entscheiden kann, ob es jetzt auf die Entfernung scharf stellen soll oder hier auf die Nähe. Na komm, werd scharf! Warte, da, so. Oh ja. Das ist Koblenz. Und ein blendendes Licht. Und was sagt ein Niedersachse zu dieser Stadt? Ja. Stadt, ne? ist eine Stadt, oben, ne? Von oben sehen ist ja schon echt von, gut von aus. Oben sieht sogar Frankfurt am Main gut aus. Das stimmt. So, wir sind jetzt von da unten hier hochgegangen. Der Steffen ist schon da drin, der hat schon seinen Spaß des Lebens. Denn hier drin stehen ganz besondere Gegenstände. Hei, hei, oh ja. Oder da hat der kleine Steffen Spaß. Ja. Oh, wenn du mal solche Geräte. Auch in GTA gäbe. Kommt vielleicht noch, Mittelalter DLC. Das werden wir übrigens mal bei Rockstar, werde ich mal eine E-Mail schreiben. Ich werde den Support mal anschreiben. Mittelalter DLC, jetzt bei Rockstar. Ja, damit hat man damals die Festung verteidigt. Auch mit so kleinen Pissdinger wie das hier. Das ist quasi wie die Billigkanone. Na. Oh ja. Guck mal. Das war wohl mal ein Fußball oder so, oder ein Fingerhut oder sowas. Nee, ein Mörser ist das, glaube ich. Warte. Siebenpfündiger Mörser. Oh ja. Guck mal an. Yay! Dann geht's noch weiter. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Ti. So, wen haben wir denn hier? Ein Besucher. Ein wilder Besucher! Jetzt steht das aber nicht mehr, was da drunter steht. Jetzt steht das der zweite Schritt. Oh ja, das stimmt. Siehst du? Und jetzt? Das ist Fake News. Fake News. Da und da steht's. Da. Josef Grabus, Ernst Ludwig von Assen. Friedrich Wilhelm, der Dritte von Preußen. Johann Philipp,
Pancho Severin Desgravios Marzio oder so. Wie war das? Ich hab keine Ahnung. Ich kenn nicht mal wirklich. Karl Kaspar von der Leyen. Oh, das ist bestimmt, das hat bestimmt was mit der. Mit der Uschi. Uschi, genau, Flinten-Uschi zu tun. Darum auch die Kanonen, die war da hinten. Auch. Richtig, richtig. Oha, guck mal. Ah, ich dachte gerade hier, die Gänge ist runter, hier wäre ein Abgrund. Aber stattdessen nur ein grün leuchtender radioaktiver Baum. Oh, hier ist Duster, das kann ich. So ist nicht, kann ich. Wir sind im Mittelalter, Steffen. Aber wir haben hier Tische. Geht's hier zur Weinausstellung? Steffen! Ich hab hier was zu saufen entdeckt! Hast du Durst? Schaut mal hier, hier kann man seinen Zinken reinhalten. Hier gibt's die unterschiedlichsten Gerüche. Das ist total lustig. Apfel ist total lecker. Guck mal, das ist Apfel. Das riecht. Okay, einmal kurz die Nase reinigen. Riecht mal. Das war eigentlich ganz nett. Ja, das ist ganz spannend. Hier grünes Gras und dreckige Schuhe. Aber bei dem Matsch draußen kein Wunder. Oh ja, oh ja. Lecker grünes Gras. Und hier sehen Sie Steine. Und hier sehen Sie Steine. Wow. Das ist mal würdig, in einem Museum ausgestellt zu werden. Ja, die kommen aus unterschiedlichen Regionen, deswegen ist das ganz spannend hier. Na, Rheinhessen, Pfalz und so weiter. Steine! Wow! Willst du mir irgendwas sagen, oder? Schau mal nach. Ich würde sagen, es ist wenigstens zu oder auch. Meinst du, die funktioniert noch? Ich hätte ein bisschen Obst dabei, das könnten wir kurz mal zu Schnaps brennen. Aber die Gerüche da hinten, die machen einem die Nase frei, ey. Das ist herrlich. So, Steffen, dann sag mal auf Wiedersehen, Festung. Auf Wiedersehen. Festung. Oh ja. Wie schnell es doch so düster geworden ist. Und stellt euch mal jetzt hier diese Lampen, ja, die hier den Weg zeigen. Und stellt euch das einfach mal vor, die wechseln. Dann sieht man, hey, gar nichts. Läuft dann hell mit einer Kerze durch den Wind und versucht sich irgendwie zurechtzufinden. Ja. Hey, holt man sich den Tod. Straßenlaternen. Ja, das ist noch irgendwas, keine Ahnung, wo wir nicht rein dürfen. Bist du sicher, dass wir nicht rein dürfen? Ich glaube, die haben die Kanone wieder aktiviert. Ja, Straßenlaternen. Ach, wie liebe ich doch das 21. Jahrhundert. Ist ja gut, wir gehen ja schon. Gott. Eieiei. So, wir haben uns mal so hingestellt, dass ihr unsere Fratzen noch ein bisschen sehen könnt bei dem, bei der Witterung hier. Ist ja schon tiefste Nacht, ja. Kurz nach 5. Neun nach. Ja. Und ja. Da, neun nach, ist wahrscheinlich wieder spiegelverkehrt oder so ähnlich. Ist ja egal. Ja, auf jeden Fall, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen für das Mittelalter begeistern und für die Festung Erbreitung. Wie fandest du es denn? Oh, super. Tut mir leid, das musste ich machen. Das ist ja kein Problem. Ja, ich passe auch noch so ein bisschen hier so mit dem Bart hier. Ne? Das war doch ganz witzig, ja. Du könntest glatt so ein preußischer Oberst sein. Ja, ja. Denke ich auch. Kleiner Rambo. Na und? Ja, gut. Kommst du öfter vorbei? Nein. Nein? Warum nicht? Ist dann doch ein bisschen fern. Ja, schade. Also wird es das hier wohl nicht allzu oft geben. Aber ist, glaube ich, auch gut für die Zuschauer. Ja, denke ich auch. Guck dir mal die Fratzen dann an. Dann übergeben die sich normalerweise nicht so oft. Würde ich jetzt sofort schon wegschalten, wenn die das erste Mal sehen würden. Ja. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Definitiv. Sag ja. Ja. Nach dem Tod ein Engel.
den blinden Himmel fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann. Erst wenn die Wolken schlafen gehen, kann man uns am Himmel sehen. Ein paar Sekunden später. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Das sieht man nicht. Ja. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Da ist er. Kurz mal im Schein der Laterne zu sehen. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Man sieht dich nicht. Alle. Auto. Rammstein. Yeah. Ich hoffe, das war drauf.